Bestimme die Definitionsmenge und Lösungsmenge folgender Bruchgleichung. 5 durch x ist gleich 8 durch x. Bruchgleichungen bestehen aus zwei Termen, die mit einem Ist-Gleich-Zeichen verbunden sind. Und mindestens einer dieser Terme muss ein Bruchterm sein. Bruchterme sind einfach Brüche, bei denen im Nenner die Variable x oder eine andere Variable vorkommt. Bruchgleichungen lassen sich meist über vier Schritte lösen. Erster Schritt ist, bestimme die Definitionsmenge. Zweiter Schritt wäre das sogenannte Überkreuzmultiplizieren. Je nach Aufgabe kann es sein, dass man Klammern beachten muss. Dritter Schritt ist, die dadurch entstandene Gleichung zu lösen mit bekannten Mitteln. Und der vierte Schritt, überprüfen, liegt meine Lösung überhaupt in der Definitionsmenge drin und dementsprechend die Lösungsmenge bilden. So, Schritt 1, Definitionsmenge bestimmen. Bei Bruchtermen haben wir eine Variable im Nenner. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass für spezielle Zahlen mein Nenner 0 wird. Das ist insofern problematisch, da Bruchstriche nichts anderes als Divisionszeichen sind. Und dann würde es hier heißen 5 geteilt durch 0. Division durch 0 ist aber nicht erlaubt, also müssen wir hier Zahlen einschränken. Wir müssen die Grundmenge hernehmen und alle Zahlen rauswerfen, für die der Nenner 0 werden könnte. Da schreibt man dann wie folgt auf. Die Definitionsmenge ist die Grundmenge ohne folgende Zahlen. Jetzt muss ich alle Brüche extra überprüfen. Für welches x wird der erste Nenner 0? Ja, ganz einfach, für die Zahl 0. Also werfe ich die 0 raus. Für welches x wird der zweite Nenner 0? Ebenfalls für die 0. Die habe ich aber schon rausgeworfen. Muss ich nicht noch ein zweites Mal aufschreiben. Zweiter Schritt, über Kreuz multiplizieren. Bruchgleichungen sind meistens wie folgt aufgebaut. Wir haben einen Zähler 1 geteilt durch Nenner 1 ist gleich Zähler 2 durch Nenner 2. Jetzt geht es ganz einfach. Der Nenner von links unten wird mit dem Zähler von rechts oben multipliziert. Und der Nenner von rechts unten wird mit dem Zähler von links oben multipliziert. Dadurch entsteht hier so ein Kreuz über dem Ist-Gleichzeichen. Also nochmal von links unten nach rechts oben multipliziert und von rechts unten nach links oben multipliziert. Das ist das Überkreuz multiplizieren. Und je nachdem, ob man hier eine Addition oder Subtraktion im Nenner bzw. Zähler hat, muss man Klammern setzen. Schauen wir das für unser Beispiel an. Ich fange immer mit dem Zähler 1, also dem Zähler links oben an. Heißt es 5 mal. Und jetzt der Nenner von rechts unten, der ist x, also 5 mal x. Wir haben hier noch hier eine Addition stehen, hier auch nicht, also können wir in diesem Fall die Klammern auslassen. Müssen wir nicht beachten. So, Zähler 2, das ist die 8, mal der Nenner 1, also Nenner von links unten, ist x. Dadurch erhalten wir jetzt diese Gleichung hier, die wir mit bekannten Mitteln über die Äquivalenzumformung lösen können. Ich gehe immer so vor, dass ich alle Zahlen mit x auf der linken Seite sammle und alle Zahlen ohne x auf der rechten Seite sammle. Also, erster Schritt, Strichumformung minus 8x, dann bleibt hier stehen, 5x minus 8x sind minus 3x ist gleich 0. So, bin ich mit meiner Strichumformung schon fertig, weil Zahlen ohne x habe ich jetzt hier noch rechts stehen. Jetzt muss ich noch durch die Zahl vor x teilen. Also geteilt durch minus 3. Und daraus folgt dann x ist gleich 0. Jetzt kommt Schritt 4. Die Lösung überprüfen mit der Definitionsmenge. Normalerweise wäre jetzt meine Lösungsmenge gleich der Zahl, die ich rausbekomme. Jetzt habe ich allerdings in der Definitionsmenge die 0 als Lösung rausgeworfen. Die ist also nicht gültig. Folglich darf ich die auch in der Lösungsmenge nicht benutzen, da aber nur die 0 gültig wäre, ist die Lösungsmenge leer. Und damit wäre die Gleichung gelöst.